Langöns, ein 12.000 Seelenort im Landkreis Gießen, Tatort eines schrecklichen Verbrechens, einer schrecklichen Tragödie. In dem Hause hinter mir wurden vorgestern bei einer Wohnungsauflösung zwei Babyleichen in Kühlboxen gefunden. Gestern wurde in einer Garage der Bewohnerin dann noch eine weitere Babyleiche gefunden. Die 40-jährige Mutter der drei toten Säuglinge soll derzeit eine halbjährige Haftstrafe wegen Betrugs absitzen. Sie ist Mutter von vier lebenden Kindern, von denen sie eines erst kürzlich in ihrer Haft entbunden haben soll. Weil sie das Kind nach der Geburt nicht annehmen wollte, wurde es in eine Pflegefamilie verbracht. Aufgrund des Zustands der Leichen beim Auffinden muss davon ausgegangen werden, dass sie über Monate und Jahre verwest waren, weswegen weder Geschlecht, Alter noch Todeszeitpunkt ausgemacht werden konnten. Ob es sich um Tötungsdelikte handelt oder die Kinder als Totgeburten zur Welt kamen, konnte nach bisherigem Ermittlungsstand noch nicht geklärt werden. Wie zu erfahren war, soll die Frau sehr zurückgezogen gelebt haben. Ein Nachbar aus dem direkt angrenzenden Haus kann sich nur an eine einzige Begegnung mit ihr erinnern. Dass sie vom Haus rausging, war ein ganz normaler Mensch, also ruhig, zwischen 40, 45 weiß ich vielleicht. Ich würde mal sagen, so dunkle Haare waren das, kürzere. Wie es zu der Tragik kam, wie die Kinder ums Leben kamen, darüber gibt es noch keine Informationen. Die Staatsanwaltschaft hat bisher noch nichts bekannt gegeben. Wir werden weiterhin über diesen Fall informieren.